Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu meinem Video. Ich bin wieder Sims 4 für die Konsole. Dieses Video wurde von den Entwicklern gesponsert. Das heißt quasi, sie unterstützen dieses Video hier. Und wie gesagt, das ist Sims 4 für die Konsole, denn das Spiel gibt es jetzt für die Xbox One und für die PlayStation 4, was ziemlich geil ist, weil für die Leute, die nicht den besten PC der Welt haben oder beziehungsweise kein PC für Videospiele, die können es auf der Konsole jetzt spielen, was ziemlich episch ist, denn ich habe das Spiel schon angetestet und es ist quasi Sims 4 in der Konsolenversion, was ziemlich episch ist. Also ja, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, findet ihr dazu einen Link in der Beschreibung. Wir werden auf jeden Fall heute unseren eigenen Charakter erstellen und ein eigenes Haus bauen und dann gibt es noch ein paar Cheats, die man eingeben kann und so weiter und so fort. Mal schauen, ob wir das tun werden, aber könnten wir eigentlich theoretisch, weil normalerweise dauert es dann immer länger, bis man die Sachen bauen kann. Mit Cheats geht es ein bisschen schneller. Also man kann sich ein bisschen Geld ercheaten und es gibt noch andere Cheats, aber Geld ist eigentlich so der Hauptcheat, den man so machen sollte. Ansonsten werden wir uns um die Bedürfnisse unseres Charakters kümmern, weil ich meine, man muss ihn füttern, man muss dafür sorgen, dass er ein normales Leben führt. Er soll Freunde haben. Er soll nicht einsam sein. Okay, nicht so wie ich. Er soll einfach ein gutes Leben führen, okay, in einem Haus. Deswegen lasst uns das Spiel beginnen und erstmal den Charakter erstellen. Denn man kann eine Menge machen. Man kann eigentlich alles machen, ehrlich gesagt. Sehr viel. Okay, so sehe ich nicht aus. Ey, ich mag die Frisur, okay. Nix in die Frisur. Ziemlich episch, aber Bro. Sieht meine Frisur so aus wie seine? Nein. Okay, wir können auf zufällig gehen. Okay, der sieht auch nicht aus wie ich. Der ist ein bisschen älter. Gar nicht. Nopi, nopi. So, ach so, ja, okay, verstehe. Nein, das ist ein bisschen zu dumm. Dunkel für mich. Ich sehe nicht allzu dunkel aus. Ah, der kommt schon ein bisschen näher mich ran. Nur der Bart. Das geht nicht. Ich werde sowieso mehr machen müssen. Ich warte nur. Oh, der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ich. So ein bisschen. Also nicht wirklich, aber trotzdem so ein bisschen. Lass uns mit dem Gesicht anfangen. Wir können wirklich jedes einzelne an ihm ändern. Wisst ihr, was wir erstmal anfangen werden? Wir werden erstmal den Körper verändern, weil er ist mir halt einfach nicht muskulös genug. Wir müssen quasi Kleidung erstellen für jede einzelne Sache, die man macht. Zum Beispiel sagen wir Sport oder für jede Gelegenheit. Sagen wir, wir müssen schick gekleidet sein wegen dem Bewerbungsgespräch oder irgendwie sowas in der Art. Wir müssen irgendwas zum Schlafen haben. Wir müssen für Party irgendein Outfit haben. Zum Schwimmen irgendein Outfit haben. Also es gibt eine Menge Sachen, die wir hier tun werden müssen. Und es gibt sogar einen Boba Fett-Anzug. Ich habe keine Ahnung, wieso. Hier können wir unseren Körper wählen. Ich würde sagen, ich nehme das hier, oder? Definitiv, Leute. Wir können hier noch mehr Sachen verändern. Wir können nämlich die Breite ein bisschen runter machen. Okay, das ist ein bisschen zu... Na, ich würde sagen, so sieht es gut aus. Ja, so ist ganz gut. Und hier können wir nochmal die Breite verändern, was ziemlich gut ist. Also quasi die Muskelmasse. Ich mach mal, ja, ich würde sagen so, oder? So sieht es gut aus. Gefällt mir gut. Na gut, lass uns mal sein Aussehen verändern, weil, ja, die Frisur passt nicht. Der Bart, ja, der Bart könnte eigentlich passen, würde ich sogar sagen. Aber die Frisur müssen wir erstmal ändern, weil die Frisur passt gar nicht zu mir. Kurz, mittel. Tatsächlich sind meine Haare jetzt mittlerweile mittellang. Das heißt, wir müssen sie ein bisschen länger machen. Das steht schon mal fest. Wow. Oh mein Gott, stell dir mal vor, ich hätte so eine Frisur. Ich glaube, das würde mir nicht allzu sehr stehen, aber das kommt schon sehr gut an meine Frisur ran. Ich meine, sie ist nicht allzu schön und ich muss die Farbe ändern. Also momentan ist nicht, meine Haare sind nicht gemacht, deswegen. Aber ja, ich glaube, wir nehmen diese Frisur und wir ändern auf jeden Fall die Farbe. Weil ich habe eher so, ich habe Strähnen drin und das hellbraune Strähnen. Normalerweise sind meine Haare relativ dunkel. Aber, ja, ich glaube, das kommt mehr ran, oder? Was sagt ihr? Vielleicht ein bisschen dunkler. Okay, ich würde sagen so. Ich weiß, wie man nicht stehen reinmachen kann. Das weiß ich nicht. Ich hab's zwar schon gespielt. Wow, pinke Haare. Alter. Ey, Leute, das ist so eigentlich so cool, ne? Aber pink kann ich nicht nehmen, okay? Oder kann ich doch. Was ist da? Was, blau? Damn, sieht das episch aus. Wow, okay, das ist episch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oder hier. Einfach nur ein Traum wird wahr, Leute. Was ist das hier? Grau. Grau finde ich extrem stylisch, by the way. Ich finde graue Haare richtig cool, wenn man sich die grau färbt. Auch wenn es eigentlich eher ein Zeichen des Alters ist, aber ich mag's. Orange. Okay, Leute, ich will nicht übertreiben, okay? Ich mach einfach das hier. Das gefällt mir sehr gut. Ja, sieht nicht schlecht aus. Gesichtsbehaarung. Den Bart lasse ich so, by the way. Ich finde den ziemlich gut. Hüte können wir wählen. Das können wir noch tun. Make-up. What? Okay. Ja, wir können auch als Mann Make-up tragen. Wir können unser Gesicht auswählen. Ich müsste mich mal selbst sehen. Schwer, schwer. Was für ein Gesicht würde ich mir selber geben? Man kann eine Menge, by the way, hier selber tun. Das sind nur vorgefertigte Gesichter. Das hier vielleicht? Nicht ganz, oder? Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Hier sieht man sogar die Hautfarbe, also quasi der komplette Typ wird geändert. Ja, ich würde schon, es geht mehr in die Richtung, oder? Geht es mehr in die Richtung, was sagt ihr? Es ist schwer, okay? Ich meine, ich sehe mich zwar jeden Tag im Spiegel und ich weiß auch, wie ich aussehe und so, aber irgendwie ist es schwer, sich selber nachzumachen oder nachzumalen, Dings, der Bumster. Zähne. Man kann seine Zähne extrem eklig machen. Wieso sehe ich sie nicht? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Okay, ich habe relativ normale Zähne. Zahnspange hatte ich auch noch nie. Gelbe Zähne hoffentlich nicht. Ich glaube, ich nehme einfach komplett normale Zähne, oder? Ja. Eigentlich habe ich komplett normale Zähne. Das ist schon okay. Man kann ihm sogar Hüte geben. Manchmal trage ich Hüte. By the way, ich glaube, die haben irgendwie mit Star Wars kooperiert oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber man kann hier ein paar Star Wars Sachen auswählen. Was ziemlich lustig ist. Okay, das sieht cool aus. Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Er freut sich. Okay, nein, für die... Hier geben wir noch kein Outfit. Obwohl Star Wars... Ah, na, ist ein bisschen übertrieben, weil das ist ja quasi für den normalen Alltag ist. Man geht raus, die Sonne scheint, man macht keinen Sport. Und das ist quasi ein Outfit für den normalen Alltag. Ich finde mich schon ganz cool. Nur das T-Shirt muss noch ein bisschen anders sein, denke ich. So,
ja, definitiv sogar. Wir sind jetzt bei T-Shirts, Jacken gibt es hier, Pullover. Mal schauen, was es für Pullover gibt. Oh, damn. Weihnachtlich, ja. Das ist gut. Weihnachtlich ist sehr gut. Wir sollten auf jeden Fall... Wow, sieht gut aus, oder? Oh, nee, das, ich glaube, das andere hat mir sogar mehr gefallen. Oh mein Gott, das ist cool. Ey! Oh, Oberkörperfrei, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber, ja, das gefällt mir ganz gut. Passt zu Weihnachten. Und ich bin sowieso ein sehr großer Weihnachtsfan. Hosen, Beinbekleidung, Hosen. So, wir haben es gefunden. Was ist weihnachtlich? Gibt es hier warte, wir müssen den Tag männlich wegmachen, weil... Ich verstehe zwar männlich hin und her. Warte mal, gibt es auch Filter, Mode aus... Nee, Stil... Gibt's weihnachtlich? Ah, irgendwie nicht so wirklich, ne? Nee. Tja, was nehmen wir, was sollten wir nehmen, Leute? Es gibt sogar Hipster. Ich find's so episch. Ziemlich geil, Leute. Aufpoliert. Aufpoliert könnte gut sein, oder Basics. Ja, wir bleiben bei Basics, denke ich. Das ist schon ganz in Ordnung. Nehmen wir eine rote? Boah, ich habe voll die Oberschenkelmuskel, Leute. So viel zum Thema Beine nicht trainiert. Aber sowas funktioniert, Leute. Oh, okay. Ich sehe dich. Nimm die. Ey, das passt sogar, oder? Ich finde, ist nicht die beste Kombination. Aber sich jetzt mit Hosen die ganze Zeit... Weil theoretisch gibt es so viele Sachen, die man anziehen kann. Sieht auch gut aus, ne? Ich glaube, ich behalte da. Ich belasse es dabei. Kann ich Rücke tragen, by the way? Niemals im Leben, oder? Sag mir nicht, ich kann Rücke tragen. Ich will es auch aus Spaß mal austesten. Kann ich wortwörtlich einen Rock anziehen? Geht das? Nimm ein Orange... Oh mein Gott. Okay, nein, ich nehme eine Hose. Ey, von Alter könnte man quasi eine Sonnenbrille anziehen. Armbänder, Handschuhe, Ringe, Leggings. Leggings sogar, cool. Wieso gibt es keine... Warte, männlich Leggings gibt's nicht? Warte mal, es gibt sogar Leggings für Männer. Für den Winter. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, das sind so... Oder das sind eher Strumpfhosen. Stimmt, Leggings, Strumpfhosen sind was anderes. Okay, meine Schuld. Armbänder. Ich nehme natürlich eine Uhr, logischerweise eine goldene. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich sie drunter trage, aber okay. Oh, damn, Bro. Das nenne ich mal Muskelpaket. Die Schuhe gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Ja, ich bin zufrieden. Gefällt mir ganz gut, der Look. Lass uns weitergehen. Das ist jetzt was? Ja, okay, edel. Ja, die Mütze müssen wir ändern, Leute. Die gefällt mir nicht. Und die Brille muss auch weg. Obwohl es eigentlich ganz cool aussieht. Aber die Mütze muss auf jeden Fall weg. So siehst du nicht schick aus, Buddy. So gar nicht. Ey, die Brille sieht gut aus, oder? Mir gefällt die Brille. Eigentlich, ja, mir gefällt das so. Damn. Sieht gut aus. Okay, nicht schlecht. Gehen wir weiter. Das ist Sport. Pullover. Ja, doch, kann man schon, aber mir gefällt's nicht. Ich muss irgendwie was ändern. So, was ist das für eine Hose? Das ist doch keine Sporthose, oder? Wir sind doch bei Sport, richtig? Es gibt diese Jacke hier. Die kann man sogar in verschiedenen... Wow, das sieht cool aus. Ey, das sieht sportlich aus. Aber vielleicht... Warte mal. Eine rote vielleicht? Ja, nicht schlecht. Na, stimmt, die ganz simple rote. Wieso nicht? Ich glaube, wir nehmen kurze Hosen zum Joggen, oder? Damn, was ist das denn? Das ist irgendwie witzig. Das ist zu kurz. Ich meine, da kann ich mit meinen Beinmuskeln, meine Beinmuskeln zeigen. Das ist doch keine Sporthose, Sportkleidung. Sehe ich aber nicht so, ehrlich gesagt. Hier, sowas ist cool. Passt doch, oder? Ja, das passt definitiv sogar. Cool. Gibt's sowas anderes vielleicht? Blau, schwarz. Wir nehmen rot, ja. Die Schuhe sind auch okay. Ich bin zufrieden. Gehen wir einfach weiter nach rechts. Was ist das jetzt hier? Wir brauchen noch Schlafkleidung. Wir brauchen noch Party und wir brauchen noch für Schwimmen eine Kleidung. Okay, das machen wir dann mal kurz. Also, erstmal für Schlafen. Okay, jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Pff, simples Rotes. Ja, vielleicht nicht zu simpel. Das sieht ganz cool aus. Ja, hier. Ja, das hat was, oder? Finde ich cool, ehrlich gesagt. Damn. Eine Menge Auswahl. Ich nehme das hier. Hat was, oder? Zum Schlafen? Keine Ahnung wieso, aber könnte man zum Schlafen anziehen. So, ich schlafe theoretisch mit Unterwäsche. Ich nehme sowas. Wisst ihr was? Ich nehme einfach eine Unterwäsche mit Herzchen. Perfekt. Besser geht's nicht in meinem Leben. Einfach nur perfekt, Leute. Wundervoll. Gehen wir weiter. Party-Outfit. Da müssen wir einiges an der Leute. Wir müssen der König bei der Party sein, okay? Das geht so nicht. Mit Knöpfen. Oh, damn. Ja, das sieht ganz cool aus. Sieht sehr chillig aus. Ja, das könnte man nehmen. Ich glaube, ich würde so gerne ein rotes nehmen. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, das sieht sehr nach Party aus, finde ich. Nicht schlecht. Natürlich, kurze Hose und Party machen, das geht einfach gar nicht. Deswegen, ich würde lieber eine normale Hose nehmen jetzt. Hier Hosen, genau. Das ist eigentlich ganz okay. Oder für Party, ja, ist okay, würde ich sagen. Ja, sieht partymäßig aus. Definitiv sogar. Der Hut muss noch weg. Wir müssen ja einen anderen Hut für eine Party gehen, Buddy. Dieser Hut ist witzig. Damit bist du der König bei der Party. Ich meine, okay, sieht lächerlich aus, aber... Bisschen Spaß muss sein, oder? Man kann ja nicht immer ernst sein. Nehmen wir den Roten. Ey, damit bin ich der König bei jeder Party, Bro. Es könnte eigentlich so bleiben, by the way. Ja, eigentlich muss ich beim Schwimmen gar nichts ändern. Aber ich schaue nochmal kurz mal nach, was es für Hosen gibt, Leute. Einfach so aus Spaß. Okay. Vielleicht irgendeine... Tja, ich weiß nicht. Was soll ich nehmen? Das sind jetzt auch Sporthosen, ne? Ey, das sieht cool aus. Mag das mit den Flammen. Okay, damit wären wir fertig mit unserem Charakter, würde ich sagen. Ja, wir sind fertig. Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Und jetzt gehen wir zu Hallo, ich heiße. Hierhin. Jetzt können wir erstmal unseren Namen eingeben. Da können wir alles einstellen, wie wir sind.
und so weiter und so fort, okay? Das wird ziemlich episch sein, Leute. Erstmal Danny Jesse. Hier kann man sogar sehen, dass ich quasi auf der PS4 spiele, also, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Okay, erstmal männlich oder weiblich? Wir nehmen männlich. Männlich. Was? Dieser Sim. Was? Ich kann schwanger werden? Nein! Hör auf damit! Wieder noch. Anderes schwanger. Oh mein Gott. Können wir das Thema wechseln? Kann dieser Sim im Stehen die Toilette benutzen? Ja. Machen wir ja. Es gibt echt viele krasse Sachen, Leute. Erwachsener. Junge Erwachsener sind wir, okay? Jetzt können wir erstmal den Ziel ändern, was einer meiner Lieblingssachen ist. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Hochnäsig. Das nenne ich hochnäsig. Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 und... Oh, das... Okay, ich habe ein paar Sachen übersprungen. Was nehme ich? Ich will mal was Witziges nehmen. Das ist zu Möchtegern-mäßig. Nein, so gehen wir nicht rum. Ich weiß nicht, wieso. Ich würde wie das hier nehmen. Ich glaube, ich tue es sogar. Definitiv. Hier kann man die Stimme auswählen. Oh, oh ja, eine richtig tiefe Stimme. Das gefällt mir gut, Leute. Ich wünsche, ich hätte so eine tiefe Stimme. Aber wenn ich die nicht habe, kann ich sie ja quasi hier nehmen, damit ich sie dann quasi habe. Okay, wie auch immer. Beliebtheit. Ah, nee, ach genau, bestreben wählen. Tja, Vermögen, natürlich. Ich will reich werden, logischerweise. Merkmale wählen. Aktiv, ich gehe 5-mal die Woche zum Fitness. Ist das aktiv? Ich würde sagen, ja, aber ich mache keinen Fußball oder so. Gibt es vielleicht irgendwas, das mehr passt? Genie. Hundertprozentig. Ich bin ein absolutes Genie, Leute. Obwohl, nein, bin ich nicht. Wir machen einfach aktiv. Wir machen dann Sportwerkzeuge bei uns rein. Das wird der absolute Wahnsinn sein, Leute. Ihr werdet es gar nicht glauben. Perfektionist. Hundertprozentig. Und ich bin ein Bro. Wow, Beast. Ich bin ein Bro. Okay, das ist richtig, Baby. Wer ist ein Bro? Ich bin ein Bro. Alles klar, wir werden fertig, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Und spielen und suchen. Ah, Pflichtfälle ausfüllen. Oh, ich habe meinen Namen weggemacht. Na super. Let's go. Wir stellen unseren Charakter. Wundervoll. Speichern und spielen. Lass uns loslegen und unser eigenes Leben beginnen. Ich will auf jeden Fall das Tutorial ausschalten müssen, weil das habe ich vergessen. Und ich habe jetzt mittlerweile, weil ich es schon angefangen habe, vieles gelernt. Aber na gut, wir können erstmal. Das Tutorial ist gar nicht da, obwohl ich es mal ausgeschaltet habe, keine Ahnung. Wir können jetzt mal aussuchen, wo wir hingehen wollen. Wollen wir eher in das Land? Wollen wir eher in die Wüste oder wollen wir in die Stadt? Und ich bin ein Stadtmensch. Deswegen gehen wir in die Stadt. Jetzt können wir uns einen Ort auswählen. Ich nehme einfach mal einen mittelgroßen Ort, würde ich sagen, oder? Ja, einen mittelgroßen Ort. Ich würde sagen, wir nehmen schwer. Ich nehme, ich glaube, das hier. Fällt mir ganz gut. Und bestätigen. Obwohl, warte mal, ist das andere nicht gleich teuer? 8500, das ist ewig, das ist heftig teuer. Übertreiben wir mal nicht, Leute. Lass uns das Apartment holen und da etwas aufbauen. Hier sind wir jetzt bei unserem Grundstück und wir können jetzt tatsächlich unser eigenes Grundstück erstellen. Und by the way, für die Leute fragen, wie es sich steuert, es ist eigentlich ganz normal, man gewöhnt sich sehr schnell an die Steuerung. Also man bewegt quasi mit dem Joystick, weil wir spielen ja sehr auf Konsole, bewegt man quasi die Maus. Und das geht wirklich super, man kann wirklich alles super gut auswählen, das funktioniert alles gut. Also ja, gehen wir jetzt zuerst in den Baumodus, würde ich sagen. Und werden erstmal unser Grundstück voll machen, weil wir haben ja dieses Grundstück hier gekauft. Und da müssen natürlich Sachen drauf, ne? Logischerweise. Zum Glück gibt es hier vorgefertigte Zimmer. Wir können aber auch, wenn wir aus dem Baumodus rausgehen, Geld cheaten. Und ich glaube, das werde ich sogar tun. Deswegen, aber das geht leider nicht im Baumodus. Wir dürfen nicht im Baumodus sein, um das zu tun. Dieser Cheat wird mir Geld geben, wie ihr sehen könnt. Jetzt haben wir 50.000 bekommen. Jetzt haben wir sogar 67.000. Eigentlich würde ich das schon gerne nochmal tun. Sehr gut. Wir haben es jetzt ein paar Mal getan. Und jetzt habe ich 167.000. Also man kann sich, wie gesagt, hier Geld cheaten. Wenn man will, muss man natürlich nicht machen. Aber ich will mir gerade gleich von Anfang an die besten Sachen holen, weil ich bin sehr ungeduldig. Aber natürlich kann man es auch komplett normal spielen. Also ihr müsst nicht unbedingt Cheats einsetzen. Ihr könnt auch arbeiten gehen, was wir eh tun werden, okay? Ich will einfach nur bessere Möbel haben. Deswegen lasst uns in den Baumodus gehen und dort ein paar Sachen kreieren und bauen und was weiß ich. Alles, was geht halt. So, wir sind jetzt im Baumodus. Das bedeutet, wir können hier uns aussuchen, was wir wollen. Und zwar gehe ich sehr, sehr gerne auf gestaltete Zimmer. Allerdings habe ich gesehen, dass es bei den gestalteten Zimmern keinen Flur gibt. Deswegen, beziehungsweise es gibt schon Flure, aber nicht das, was ich suche. Und ich persönlich würde gerne meinen Flur sowas wie Fitnessraum machen und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir auf Wände und leere Zimmer. Wir werden jetzt selber einen kleinen Raum erstellen. Der wird nicht allzu groß sein, aber ich... Ja, obwohl... Okay, wir machen ihn so, okay? Ich denke, das könnte gut sein, weil da will ich dann Fitnesssachen reintun, weil es gibt keinen vorgefertigten Fitnessraum leider. Deswegen gehen wir auf gestaltete Zimmer und hier können wir jetzt, ja, selber Zimmer erstellen. Und wir haben ja eine Menge Geld, was super gut ist, denn dadurch können wir quasi bessere Küchen und so weiter sofort wählen. Und ich glaube, ich werde gleich eine Küche wählen. Warte mal, ich muss mit Bedacht arbeiten, ne? Okay, ich, ja, ich weiß schon. Wir fangen mit der Küche an. Nehmen wir diese Küche hier, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Wir können sogar die Farbe ändern, was ebenfalls cool ist, der Küche. Grün kann man sie wählen. Nicht schlecht, sieht ganz geil aus. Lass mal gucken hier, wie die aussieht. Wow, ich nehme die hier. Zimmer kaufen. Und zwar hat jedes Zimmer eine vorgefertigte Tür, wie ihr sehen könnt. Und diese, wir packen jetzt mal die Küche hier hin. Ja, ich würde sagen, das ist okay, oder? Ich mache sie einfach mal hier hin, würde ich sagen, oder? Man kann, by the way, auch so gucken, damit man ganz genau arbeiten kann. Ich glaube, ich mache es tatsächlich, ja, so hin. Ja, das müsste okay sein. Und die Küche... Oh nein, warte mal. Ich habe mich verklickt. Was aber kein Problem ist, denn wir können quasi einfach den Knopf hier drücken.
Und dann wird alles wieder weggemacht. Und macht das jetzt hier hin. Perfekt. So, jetzt haben wir sogar eine kleine Tür. Beziehungsweise, da ist keine Tür, aber ein Durchgang. Eine Tür kann man noch hinmachen. So ist es nicht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir, ja, was ist wichtig? Im Wohnzimmer ist auf jeden Fall wichtig. Oder gehen wir zum Badezimmer. Nein, das Badezimmer will ich, by the way, mit dem Schlafzimmer kombinieren. Deswegen, das Badezimmer lassen wir erstmal außen vor. Wir machen erstmal das Wohnzimmer. Hier gibt es ein paar geile Wohnzimmer. Dieses hier, schaut euch das mal an. Ehrlich gesagt, bin ich nicht so der größte Fan davon. Aber, wow, das sieht, wow, das sieht geil aus, Leute. Damn. Ich glaube, ich nehme das. Ich mag diese Farben einfach. So geil, Leute. So, die Farben können so viel bestimmen. Schaut euch mal den Eingang hier an. Brutal. Soll ich eine offene Küche machen? Man kann sogar Wände entfernen. Ich könnte eine offene Küche machen, by the way. Ja, das kann man machen. Würde ich ja tatsächlich auch gerne tun. Ja, ich mach's. So, sehr schön. Dann ist hier der Eingang und wir können dann tatsächlich da an der einen Stelle... Ah, nee, können wir nicht machen. Nee, das wird nicht gehen. Weil da das Sofa ist. Das heißt, ich müsste umstellen. Okay, ich sehe dich. Na gut, machen wir erstmal das Schlafzimmer, damit wir uns dann um das Badezimmer kümmern können. Hier gibt es ein paar geile Badezimmer. Schlafzimmer meine ich. Badezimmer kommen auch noch. Hier, das ist ganz geil. Relativ simpel aber, ne? Vielleicht das hier in anderen Farben. Oh, wow. Das ist gemütlich, ja. Sieht ein bisschen gruselig aus tatsächlich, aber ich nimm's. Ich nimm's. Warte mal, ist unser Schlafzimmer wirklich größer als unser Dingsterbumster, unser Wohnzimmer? Anscheinend, ja. Ich dachte mal, das Wohnzimmer ist das größte, aber nopey dopey. Wo ist die Tür? Wir müssen die Tür finden. Da ist die Tür. Wow, absolut gigantische Tür, Leute. Ja, man kann sowas wie ein Gäste-WC natürlich reinmachen, aber schaut euch das mal an, wie episch. Der Wahnsinn, Leute. Ups. Ja, genau. Wir brauchen ein Badezimmer. Da haben wir ein Badezimmer. Wow, mit Gold. Okay, warte. Gibt es noch was anderes hier vielleicht? Sieht ganz geil aus, tatsächlich. Ja, wow. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, sieht ganz geil aus, finde ich. Wir müssen es natürlich mit der Tür. Wo ist die Tür? Die muss man immer so ein bisschen finden. Ist gar nicht so einfach zu sehen. Machen wir sie hier hin. Schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. So, haben wir alles Wichtige. Das weiß ich nicht. Schlafzimmer. Warte, Küche. Küche fehlt. Nee, das ist Küche, oder? Genau, die Küche haben wir dort. Schlafzimmer haben wir. Badezimmer haben wir. Fitnessraum. Wir könnten noch einen Fitnessraum hinmachen. Obwohl, das würde ich gerne als Fitnessraum nutzen. Ja, also momentan bin ich eigentlich zufrieden, ehrlich gesagt. Wir können noch ein paar Türen reinmachen, theoretisch. Objekte im Zimmer. Lass mal sehen, was es hier alles gibt. Nee, warte mal. Wir gehen erstmal hier bauen und hier kann man auf die Tür klicken. Da sieht man zum Beispiel Tür an. Finden wir jetzt hier eine ganz, ganz große Variation an Türen. Ein paar Türen sind, ich glaube, noch gesperrt, oder? Obwohl, Türen jetzt vielleicht nicht, aber lass mal sehen. Bücherregaltür? Geheimtür. Cool. Das ist episch, Leute. Wusste ich gar nicht. Was ist das hier? Kreide, bleiche Freunde. Lol. Boah, sowas ist cool als Eingangstür. Regenbogentür finde ich richtig geil, muss ich aber sagen. Ich glaube, ich nehme die sogar aus Spaß. Ich meine, wir müssen das ganze eh nicht ernst nehmen. Nicht komplett. Man kann es natürlich extrem ernst nehmen. Man kann es aber auch aus Spaß spielen. Also wie ihr wollt. Eurem Spielstil halt, ne? Wir nehmen die Regenbogentür hier hin. Dann kann ich... Ah, ne, das geht nicht, ne, weil das schon eine ist. Ach, verstehe. Das gilt sogar als Tür. Ja, dann bin ich zufrieden. Also, dann habe ich hier am Anfang eine Regenbogentür, was ganz gut ist eigentlich. Haben wir ein TV, by the way? Ich brauche ein TV, Leute, in meinem Schlafzimmer. In meinem Wohnzimmer. Und im Schlafzimmer eigentlich auch, oder? Ich meine, es gibt doch viele Leute, die im Schlafzimmer TV schauen. Komm schon, wenigstens im Wohnzimmer. Wird so oder so später wichtig sein, weil wir bestimmte Sachen für unseren Sim machen müssen. Und Unterhaltung ist ein großer Faktor. Hunger und so weiter und so fort. Ist sehr wichtig, dass man immer füttert, dass man soziale Kontakte hat, also Freunde und so weiter und so fort. Aber auch, dass man TV und sowas schaut. Gibt's hier TVs bestimmt, oder? Fernseher, hier habe ich es gefunden, Leute. Nehmen wir gleich den besten, oder? Ah, ne, Fernsehständer. Das sollten wir holen, tatsächlich. Fernsehständer. Dann nehmen wir den hier. Oh, warte mal, der ist stylisch. Damn. So eine Farbe wollen wir wählen. Das passt ganz gut, oder? Nehmen wir das hier. Das ist ganz gut, tatsächlich. Nur wohin? Ich glaube tatsächlich, ich packe den hier hin. Es ist cool. Voll modern, oder? Passt das hier rein? Nicht das Beste ever. Wir können aber bestimmt auch TVs an die Wand machen, oder nicht? Aber ich nehme keinen, weil sonst war es ja unnötig, dass ich mir das geholt habe. Ich nehme einfach den hier. Der kommt nämlich nicht an die Wand. Hier können wir die Farbe ändern. Drehen? Also kann man ihn, jetzt kann ich ihn drehen. Hä, wieso? Nee. Ich glaube tatsächlich, wir müssen erstmal das hier drehen. Dreh das mal. Ich glaube, das ändert nämlich einiges. Dadurch kann man den TV nämlich dann auch gerade hinstellen, beziehungsweise normal drauf tun, oder? Lass mal probieren. Nehmen wir den hier. Und ist er jetzt richtig? Sehr gut, okay, ich verstehe. Wundervoll. Perfekt. Jetzt können wir auch TV schauen. Das ist episch. Wenn irgendwas fehlt, dann können wir noch weiterbauen. Ich werde erstmal in den Live-Modus gehen. Und wir sind im Live-Modus drin, ne? So, ich würde sagen, ich werde den Part bald stehen lassen. Aber, wir können erstmal natürlich hier ein paar Sachen machen. Erstmal Bedürfnisse gucken. Blase, alles bestens. Die Blase geht runter, Spaß geht runter. Hier kann man zum Beispiel gucken, was kann man für Spaß tun. Deswegen habe ich den TV nämlich geholt. Man kann lesen, man kann eine Menge machen. Bestimmt auch Party und so. Das geht auch bei dem Spaß hoch dann. Aber ja, lass uns einfach mal ein bisschen TV gucken, oder? Von Anfang. By the way, hier kommen noch Fitness-Sachen hin, weil ich will gerne Fitness machen und so weiter und so fort. Aber das können wir dann im nächsten Part machen. Und wir werden Fernsehen. Sollte gehen, oder?
Ja, er geht da durch. Sehr schön. Wir können sogar mit R3, weil wie gesagt, ich spiele das ja auf Konsole, können wir sogar draufklicken. Und da kann er, die Kamera bleibt die ganze Zeit auf unserem Sim. Lohnt sich auch. Kannst du TV schauen, by the way? Geht das? Und Fernsehen schauen. Ah, er setzt sich hin. Wow. Hast du eine Fernbedienung, Buddy? Ah, er hat eine Fernbedienung, cool. Nicht schlecht. Und ist, was läuft? Die beste Sendung aller Zeiten. Können wir nicht den Kanal wechseln? Kanal schauen, Kanal wechseln. Wechsel einfach den Kanal. Das wäre sehr nett von dir, wenn du das tun würdest. Wann tut er es? Ich glaube, es dauert ein bisschen. Ja, es dauert ein bisschen. Ich verstehe mal die Zeit. Das ist halt das Coole. Wir können es sogar einfach wegmachen, wenn wir wollen. Aber ganz kurz, ich will sehen, ob mein Spaß hochgeht. Seht ihr, mein Spaß geht jetzt hoch. In dreifacher Geschwindigkeit, was richtig geil ist. Ich werde kurz mal das hier wegmachen. Und jetzt wird den Kanal wechseln, ne? Genau, sehr schön. Und da läuft immer noch wirklich die beste Sendung aller Zeiten. Und er lacht sich tot. Was schaust du? Fluch der Karibik. Okay, Leute, aber das war's für die erste Folge. Wir haben unser Charakter erstellt, wir haben unser Haus gebaut. Jetzt geht's darum, eine Freundin zu finden. Wir brauchen eine Freundin. Wir müssen zum Fitnessstudio gehen. Wir müssen trainieren, wir haben Bedürfnisse, wir können einen Job haben, wir können eine Menge machen. Also, ja, falls du das Spiel selber spielen willst, findest du dazu einen Link in der Beschreibung. Also, kannst du es selber auschecken für Xbox One und für PS4, kannst du spielen. Ich meine, es ist aber episch. Für mehr davon lass du noch oben da. Falls du es bisschen geschafft hast, schreibe noch keine Freunde in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye! Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Contents. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!